Hallihallo, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe für euch wieder ein Haul mitgebracht und dieser Haul wird in drei Teile diesmal sein, weil es ein bisschen zu viel ist, würde ich mal so behaupten. Ich habe drei verschiedene Kategorien versucht zusammenzufassen. Und ja, einiges davon ist ein kleines bisschen gesammelt, weil ich zwischendurch immer in der Stadt war. Anderes habe ich heute entdeckt. Ich habe auch ein paar kleine Highlights dabei. Und ich habe auch ein paar Produkte, das werde ich euch aber dann einblenden, wie der Originalpreis ist und wie das mit dem Rabatt ist. Weil also ich habe auch ein bisschen DM-Einkauf dazwischen, ist, dass ich immer mal DM-Post bekomme. Und in dieser DM-Post ist immer ein kleines Prospekt, was so, ja, jetzt aktuell ist, in der Jahreszeit wie Herbst, also Herbstkollektion und so weiter. Oder Herbstdüfte und so. Oder Herbstkosmetik, je nachdem. Und LEs waren auch mal drinne. Und dann bekomme ich immer mal so kleine Gutscheine, kleine Rabattzettelchen, also Kärtchen, wie zum Beispiel kaufe das Originalprodukt, das eigentlich, sagen wir mal, 11,95 kostet. Und dann sparst du mit diesem Coupon, also mit diesem Rabattcoupon 2 Euro zum Beispiel. Dann hast du dann halt 9 Euro etwas dafür bezahlt, so um den Dreh. Und ich habe ein paar Sachen gekauft, die ich dort entdeckt habe, die sehr interessant waren für mein Wohlbefinden. Und ja, genau. Und ja, was noch? Also Rabattcode Einkauf. Dann habe ich noch Post bekommen, letzte Mal, das war aber schon lange her. Da habe ich diese Joker-Karten bekommen. Da habe ich zum Beispiel 75 Punkte auf den gesamten Einkauf, kann ich dazu rechnen, oder 50 Punkte für den gesamten Einkauf. Das hatte ich euch, glaube ich, mal gezeigt. Und ich habe ja immer noch ein paar Sachen, beziehungsweise ich habe noch zwei Kärtchen noch über, was in meiner Tasche ist, weil ich wollte zwar irgendwas kaufen an Backup, aber ich wollte erstmal abwarten. Und ja. Aber vorerst möchte ich erst heute in diesem ersten Video jemanden grüßen und bevor wir hier anfangen, das alles vorzustellen. Und zwar begrüße ich hiermit die beiden Easy XO Odd. Glaube ich, heißen die. Sie wollen aber gerne Easy und Kati genannt werden. Ich begrüße euch hiermit erstmal. Und ein dickes Bussi und vielen, vielen Dank fürs Folgen auf Instagram. Und ich glaube, ihr seid auch auf YouTube ein bisschen unterwegs. Ich bedanke mich sehr, 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 sehr herzlich. Und ja, ich war überwältigt, als die mir geschrieben haben. Und es ist einfach nur schön. Ja, und dann noch eine besondere Ankündigung von mir. Und zwar begrüße ich erstmal natürlich meine liebe Susu. Die Susu J. Cole, oder G. Cole. Aber ich werde sie natürlich in die Infobox verlinken, denn ich möchte ein bisschen ihr Kanal ein bisschen preisgeben. Sie möchte gerne Unterstützung haben von euch. Sie möchte gerne von euch besucht werden, weil sie macht sehr, sehr viele Videos also sie möchte gerne sehr viele Videos machen. Sie hat auch schon wieder ein paar, glaube ich, hochgeladen. Weil sie fängt gerade wieder neu an, wieder welche hochzuladen, weil sie hatte mal Videos gedreht, dann fand sie es nicht so schön. Und jetzt hat sie ein bisschen ein neues Format angeschnitten. Und ja, das wollte sie gerne fortführen, aber sie braucht eure Unterstützung, eure Hilfe, eure Liebe, eure ja, Kommentare, Feedback und so weiter. Ich verlinke sie natürlich, wie gesagt, unten in der Infobox. Sie macht
Hall, sie macht Follow Me Around Tutorial, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, und einige andere Themen wird sie wahrscheinlich dann nach und nach bearbeiten. Sie freut sich natürlich auch auf eure Vorschläge, was ihr gerne von ihr wünscht. Sie ist nämlich sehr, sehr frisch bei uns im YouTube und sie wünscht sich ein paar neue Zuschauer, einige Likes und ja, und Kommentare und ich hoffe, dass ihr sie fleißig unterstützt. Ich würde mich auch super freuen, wenn ja, wenn es weitergeht mit dem Videodrehen, wenn sie viel Feedback kommt und so weiter. Ich würde mich super, super doll freuen, dass ihr sie unterstützt. Ja. Ich hoffe, liebe Susu, das war eine schöne Ansage und ich würde mich freuen, ob es dir auch ein bisschen gefallen hat. Und ja, jetzt beginnen wir einfach mal mit meinem dreiteiligen Haul. Bevor wir jetzt endgültig damit anfangen, wollte ich noch sagen, ich wollte gerne einige Produkte in meiner alten Serie wieder fortführen. Das heißt, ich hatte damals die Serie gestartet oder die Reihe angefixt, gehypt, austesten und aus der Reihe. Das hatte ich mal angefangen, zwei oder dreimal und hab's, ja, entweder hab ich's gelassen oder ich hatte nicht so viel Zeit dafür oder ich hab's einfach verschludert. Aber ich hatte mir gedacht, als ich das Ganze hier mal mir angeguckt habe, habe ich mir gedacht, warum nimmst du nicht die Beine in die Hand und versuchst nochmal deine Serie zum Leben zu erwecken? Ich habe vielleicht ein paar Produkte, die ich gerne reviewen möchte, wo ich sage, gut, die Farbe und die Farbe verwende ich für ein Tutorial und ja. Ich hatte es eigentlich ganz anders geplant, dass ich das nur kaufe, dann nichts sage, dann irgendwann, wenn es soweit ist, ein Schminktutorial drehen und dann die Preise drunter. Und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, total nicht so schön. Deswegen mache ich jetzt einen zusammenfassenden Haul in drei Teile und mache dann meine Serie. Das finde ich dann viel, viel besser. Da kann ich da meine Reviews, Tutorials, Reviews machen, Tutorials und so weiter und machen und genau, und zeigen, was ich dann mit den jeweiligen Sachen vorhabe. Das wäre doch ein bisschen besser, anstatt dann lange zu warten, weil ich da, dann komme ich dann durcheinander, hast du es jetzt genommen, hast du es jetzt nicht aufgeschrieben, ne? Deswegen, ja, deswegen mache ich das lieber so. Ich hoffe, das wird euch gefallen. So, jetzt beginnen wir aber auch. Genau, und zwar habe ich, wie gesagt, einen gemischten Haul teilweise noch und hier habe ich Produkte, die ich von DM habe. Ich schreibe euch natürlich die Preise hin, auch Originalprodukt und eventuell einen Rabatt. Wenn ich den noch auf dem Zettel habe, dann schreibe ich den euch natürlich hier rein. Und ja, wir reden jetzt einfach mal. Ne? Also, ich habe gekauft. Ob das heute ist oder in den letzten Tagen, werde ich nicht erwähnen, aber ich habe gekauft einmal eine Bodylotion. Das kann ich ja ruhig sagen. Habe ich mit Rabattcode bezahlt. Das ist von eine norwegische Formel von Neutrogena. Das ist die Bodylotion mit Nordic Berry. Aufbauende Pflege. Normale bis trockene Haut. Das ist mit gestärkte, glatte Haut, Tag für Tag, dreimal mehr Feuchtigkeit. Und das ist mit einem Pumpspender. Finde ich ganz, ganz schön. Ich hoffe, ich kriege da was raus. Ansonsten muss ich. Ah ja, ich glaube, ich muss das drehen und einmal drücken. Da kommt jetzt ein bisschen Luft raus. Ich weiß jetzt nicht. Moment. Ah, da kommt jetzt was. Ich nehme jetzt nur ein bisschen.
So. Und das ist eine sehr, sehr schöne, weiche, leichte Konsistenz, nicht zu flüssig, eher fest. Und es riecht wirklich nach so Beeren, also wirklich sehr, sehr lecker. Also das Nordic Berry ist ja die, Nordic heißt ja, glaube ich, Norden, nordische Beere, keine Ahnung. Aber das riecht sehr, sehr, sehr lecker. Und das habe ich mir, wie gesagt, gekauft mit Rabattcode oder mit Rabattkarte. Dann wurde ich angefixt von meiner lieben, lieben, lieben Susu, die ich auch heute euch vorgestellt habe. Und zwar hat sie mich angefixt mit der Balea Body Lotion, Kokos und Chia-Nuss. Und das riecht, Leute. Ich habe vorhin daran nochmal gerochen. Hör mal, lecker. Einfach nur geil. Und das ist mit exotischem Kokosextrakt und Chia-Nuss. Und das riecht wirklich nach leckerer Kokosnuss, nach Urlaubsfeeling. Und ich würde am liebsten irgendwo am Strand verbringen. So riecht das. Und das riecht wirklich sehr, sehr gut für trockene Haut. Also ich habe, hier sind Heilprodukte für normale bis trockene Haut. Also ich habe im Herbst, Winter meist immer sehr raue, trockene Haut und dann ist das dann wirklich supi. Warte, meine Zoomer springt ein bisschen rum. Hallo. So. Sorry. Ja, genau, das ist dann das. Dann geht es weiter. Dann habe ich mit Rabattcode eine, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ein bisschen, ist ein bisschen überbelichtet jetzt hier die Ecke. Aber ich wollte die Ecke wählen, weil ich einiges zeigen wollte, wo man Licht benötigt. Auf jeden Fall habe ich jetzt dieses hier gekauft von TTZ, das Narbengel. Das ist mit Hyaluronsäure, Patinol und Allantoin. Und das ist so ein kleines Tübchen. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Sonst hätte ich das ja nicht gekauft. Das ist auch mit Rabattcode. Das ist wie gesagt so ein Gel. Also ich mache das jetzt nicht drauf. Ich habe ja auch das Bioil für Narben und Dehnungsstreifen. Jetzt so für Reisen oder mal für zwischendurch kann ich immer mal dieses Tübchen hier verwenden. Und dann bin ich mal gespannt. Machen Narben weicher, flacher und blasser. Genau. Muss man halt nur regelmäßig anwenden. Dann wirkt es auch. So ein Kosmetikum. Mal gucken. So, genau. Das habe ich mit Rabattcode. Dann habe ich was entdeckt von Kliskur. Und zwar Schwarzkopf Kliskur Hair Repair mit flüssigen Haarbausteinen. Ultimate Repair Express Repair Spülung. Das ist sofort leichte Kennbarkeit und extrem Schadenrepair, sehr geschädigtes, trockenes Haar. Das ist diese Flasche hier und das ist eine Kur für, ohne auszuspülen. Also hier steht, vor Gebrauch schütteln, nach jeder Haarwäsche in Handtuch trockene oder trockenes Haar sprühen und nicht ausspülen. Und ich hatte nach einer Kur gesucht oder nach einer Spülung, dass man nicht direkt ausspülen muss. Weil ich finde das manchmal auch ein bisschen nervig. Da habe ich das Gefühl, die Kur, die man ausspült, die bringt gar nichts. Und deswegen habe ich so eine Sofortkur hier mir mal mitgenommen. Und das riecht sehr gut. Mal gucken, wie das ist. Ich habe zwar unten eine Spülung von Syoss noch. Die werde ich noch aufbrauchen. Aber sobald die leer ist, werde ich dann damit nach jeder Haarwäsche anfangen. So, dann habe ich in einem DM bei mir etwas gefunden, was sehr cool ist. Eigentlich ist das noch ganz normal, aber ich finde das cool, weil ich von einer lieben YouTuberin, die heißt Romy's Beauty Channel, sie macht immer so jetzt Videos, Tipp des Tages. Ich glaube, montags macht sie das. Und sie hat in einem Video etwas gezeigt, um günstig an einem Reiniger zu kommen.
Und zwar Reiniger für die Pinsel. Und ich finde das gut. Ich finde das super. Und zwar hat sie gezeigt, die Dalli Haushaltskernseife extra überfettet, steht hier. Hautpflegend, dezent parfümiert, vielseitig verwendbar und hergestellt nach altbewährten Rezept. Genau, und das hat sie gezeigt. Das sind drei Blöcke. Sie hatte gesagt, das kann man pro Pinselwaschgang, je nachdem wie viele Pinsel man hat, kann man die Seife auch ein bisschen halbieren. Und dann kann man damit, kann man sie schön festhalten, Pinsel reinigen und dann ist die sauber. Und das wollte ich dann nach meinem Belove Pinselseife verwenden. Ich habe ja noch die Belove Pinselseife. Ich muss dringend auch mal wieder Pinsel waschen. Werde ich das mal ausprobieren. Und wenn das gut ist, wenn das super funktioniert, dass die Pinsel schön weich sind, schön sauber sind, werde ich die bei DM regelmäßig kaufen, weil Velours finde ich nicht immer, weil die hat, man hat es nicht immer bei mir. Und ja, deswegen versuche ich auch mal auf günstige Sachen zu greifen. Gut, ich habe auch ein bisschen teurere Sachen, aber naja. Aber das ist eine günstige Alternative und das wollte ich halt ausprobieren. Wenn es soweit ist, werde ich in meiner Serie damit mal die Pinsel waschen. Und ja, ihr habt zwar mein Pinselwaschvideo gesehen, aber nicht mit dieser Seife. Und deswegen können wir das ja mal zusammen testen, wenn meine Pinselseife die andere alle ist. Ne? So, dann habe ich noch eine Pflege mit dem Gutschein gekauft. Und zwar ist das vom Merz Spezial ein Beauty-Talent. Davon habe ich auch noch nichts gehört, nichts gesehen. Das habe ich halt entdeckt in mein Heftchen und habe es mir mal ein bisschen durchgelesen. Und das ist ein Intensivkonzentrat 5 in 1, Hautspezialist bei Dehnungsstreifen, Hautunebenheiten, Falten, Narben, ungleichmäßiger Hauttönung. Also das ist so ähnlich wie das und so ähnlich wie Biol. Und ja, da werde ich mal schauen. Ich wollte das gerne in die Originalverpackung lassen für euch im Video. Dann werde ich aber den Rest dann halt wegschmeißen, also die Verpackung. Und das sieht dann halt so aus. Ist dann halt so eine normale Tube. Die Creme ist weiß und fest. Ja, und hat noch so einen leichten Ölfilm noch mit drinne. Und es ist dieses Konzentrat, glaube ich. Und ja, das ist dann das. Und mal gucken, wie das funktioniert. Ja, wenn ich es hinkriegen sollte, werde ich euch, wenn das alle ist, in einem aufgebrauchten Video erzählen, ob es gut war oder schlecht. Gell? Ja, das waren jetzt meine Pflegesachen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, dass es euch gefreut hat, die ich angesprochen habe, dass ich euch erwähnt habe, dass ich für euch quasi ein bisschen Werbung gemacht habe und euch den Tag ein bisschen versüßt habe und ja. So, und gleich geht es weiter mit dem nächsten Video. Ich verabschiede mich aber erstmal hiermit und es kann vielleicht aber auch sein, dass ich einige Videos immer nach und nach hochladen werde. Weil je nachdem, wie lang das Video jetzt ist. Und aber ich habe Sachen, die eigentlich aktuell noch zu kaufen gibt. Und ja, also ich finde das super, dass man so Rabattsachen per Post bekommt, dass man Sachen günstiger bekommt. Also ich finde das wirklich genial. Und ja, ich hoffe, das hat euch schon mal bis hierhin gefallen. Ich wünsche euch bis hierhin einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.